Möge ich jetzt da sein? Möge ich jetzt hier ankommen und mich für mich selber öffnen, für Gottes Wort in mir. Möge ich mich jetzt erheben, meinen Geist öffnen und mich durch Gottes Wort ausdehnen. Und das geben, was mir gegeben ist. Und Gottes Wort will gelehrt werden, also will ich es geben. Außerhalb von Zeit und Raum, das ist Geistesschulung, Geistestraining. Und ich muss mich selber lehren. Ich muss mich selber heilen. Das ist ja der Ruf Gottes an mich. Und da endlich aufzustehen. Die Auferstehung. Möge ich das nicht vergessen. Ich bin nicht das Opfer dieser Welt, die ich hier sehe. Ich bin groß, großartig, größer, voller Licht. Liebend und geliebt, der Sohn Gottes. Höre auf Gottes Urteil, das liebevoll ist. Und dich nicht bloßstellt. Oder dich verdammt. Es ist dein eigener Freispruch. Es ist die Begegnung mit dir selbst in Liebe. Und mit dir selber Frieden zu schließen. Das ist Gott in dir, mit dir. Das ist wahre Wahrnehmung. Ein rechtgesinnter Geist. Und wirklich die Vergangenheit hinter mir zu lassen, sie zu vergessen, in Anführungsstrichen, ohne Angst zu haben, dass ich etwas opfern muss. Es geschieht ein Geisteswandel. Und ich habe keine Ahnung, was das heißt. Aber ich bemerke, dass es mir Frieden bringt. Dass es mir Kraft und Stärke gibt. Und dass es durch mich kommen will. Also will ich mich darauf einlassen. Ahnungslos, wie ich bin. Und doch im vollen Vertrauen. Und heute spricht der Kurs von Zukunft und Vergangenheit, die es ja eigentlich gar nicht gibt. Es gibt im Grunde nur diesen gegenwärtigen Moment. Aber scheinbar bin ich in diesem gegenwärtigen Moment immer noch auf die Zukunft ausgerichtet. Und meistens immer im Schlepptau mit der Vergangenheit. Sodass ich nie wirklich hier bin. Noch versuche ich immer wieder oder immer wieder noch, alles im Griff
zu haben, den Überblick zu bewahren. Meinen Plan aufrechtzuerhalten. Aber irgendwie funktioniert das alles nicht mehr so richtig. Ich bin doch etwas ins Wanken gekommen und das ist auch gut so, damit ich loslasse. Mich freilasse. Und eben nicht mehr an diesen Konzepten festhalten kann. Oder immer weniger. Und ich bemerke, dass es gar keine Angst macht. Mir kann nichts geschehen. Ich suche eine Zukunft, die anders ist als die Vergangenheit. Ich suche aus diesem gegenwärtigen Moment heraus noch irgendetwas, was in die Zukunft ausgerichtet ist. Weil ich möchte, dass ich anders sehe. Dass der Geisteswandel geschieht, das will ich doch, oder? Warum bin ich sonst hier? Doch nicht mehr, um an meiner Geschichte festzuhalten, an all den alten Bildern, an das, was mich schmerzt. Oder will ich mich etwa immer noch selber täuschen? Okay, und wenn das so ist, dann ist das so. Mich dafür nicht zu verurteilen, sondern nur zu sehen, okay, ich täusche mich noch. Scheinbar brauche ich es noch. Gib mir das noch Schutz und Halt. Ich muss doch immer wieder mal noch in mein Versteck zurück und gucke ab und zu mal mit der Nasenspitze raus. Alles in Ordnung. Es ist nichts bedroht. Auch das will geliebt werden. Das sind ja alles die Anteile, die ich im Grunde an mir hasse. Da, wo ich nicht hinsehen will. Wo ich denke, ich bin nicht okay. Ich bin ein Angsthase oder was auch immer. Um mir das nur anzuschauen, ohne Bewertung. Wir haben uns alle verstrickt. Und das wissen wir doch. Also brauche ich mich im Grunde nicht mehr zu verstecken. Ich habe so viele Verstecke gehabt, ich wusste manchmal gar nicht mehr, wo ich bin. Naja, und da will einfach nur Vertrauen rein, Liebe rein, Frieden rein. Und dafür die Lektionen, die so sanft daherkommen. Und die sanft gegeben werden wollen, still und ruhig, weil es Geistesschulung ist. Und das geht nur still im Grunde. Aus einer neuen Wahrnehmung der Welt
kommt eine Zukunft, die von der Vergangenheit sehr verschieden ist. Wenn ich mit der neuen Sicht schaue, kann ich anders sehen. Und dann wird sich der nächste Moment neu zeigen. Dann wird sich die Welt neu zeigen. Darin sind ja Wunder enthalten, durch meinen Geisteswandel. Die Zukunft wird jetzt als bloße Ausdehnung der Gegenwart begriffen. Gottes Gaben jetzt durch dich auszudehnen. Die Liebe jetzt auszudehnen. Damit es zukünftig bleibt, damit ich in diesem Gewahrsam bleibe. Dafür muss ich mich ja üben. Damit es sich manifestiert. Vergangene Fehler können keine Schatten auf sie werfen, sodass die Angst ihre Götzen und Bilder verloren hat. Und da sie ohne Form ist, hat sie keine Wirkung. Wenn ich diese heilige Sicht annehme, dann kann ich keine Angst sehen. Da können keine Schatten sein, kein Zweifel, keine Sorge. Nur Ausdehnung der Gaben Gottes. Nur Liebe mehren. Frieden geben, Freude mehren, Vertrauen geben, offenen Geistes aus dem Jetzt heraus schöpfen. Diese Gaben aus sich ergießen zu lassen. Wie ein sanfter Wasserfall. Und das ja, in die Ausdehnung zu bringen. Scheinbar in die Zukunft. Und mich doch hier zu halten. Es ist ja mein Gewahrsein, das ich halten möchte. Diese heilige Ebene, auf der ich wandle, dort zu bleiben. Der Tod wird jetzt keinen Anspruch mehr auf die Zukunft erheben, denn Leben ist nun ihr Ziel. Und glücklich werden alle nötigen Mittel bereitgestellt. Glücklich werden alle Mittel bereitgestellt. Dieser Kurs, die Vergebung, der Heilige Geist. Es ist alles da. Hilfe ist dir in jedem Moment gegeben. Der Bruder, alles kann dir zum Mittel dienen,
je nachdem, wie ich drauf schaue. Alles kann hilfreich sein. Die Worte, die ich spreche. Und all die Symbole, die da überall auftauchen. Das kann mir alles zur Erinnerung dienen. Und wirklich das ewige Leben leben zu wollen, mich nicht mehr selber zu begrenzen durch den Tod, durch das Verlassen dieser Hülle. Niemand weiß, was wirklich kommt, wenn ich diese Hülle verlasse. Ich habe keine Ahnung und ich kann mir keine Vorstellung machen, genauso wie ich mir kein Bild von Gott machen kann. Mein Verstand möchte das gerne. Na klar, ich will ja die Kontrolle behalten. Ich möchte ja wissen. Ich möchte ja Recht haben. Aber in Wahrheit weiß ich nicht. Und das ist auch gut so, weil es mich so hier sein lässt, in dem gegenwärtigen Moment. Und mich eben nicht wieder wegbeamt in irgendwelche Träume und Fantasien, Bilder, wie etwas sein könnte. Ich habe einfach keine Ahnung. Gottes Wort ist jetzt. Das ewige Leben ist jetzt. Und der Tod kann mich nicht begrenzen. Es gibt keinen Tod. Gottes Sohn ist frei. Ich bin reiner, freier Geist. Im Geiste Gottes. Ich bin pure Ausdehnung seiner Gaben, seiner Liebe. Das ist meine Funktion. Und das ist schon alles. Alles andere wird mir gezeigt. Trete zurück, erhebe dich. Und du wirst das sehen. Du brauchst diesen Abstand von diesem Film, dieses sich erheben über dem Schlachtfeld, damit du dich nicht mehr damit identifizierst, sondern dich mit Gott identifizierst, mit seiner Liebe, die du selbst bist. Und das ist Ausdehnung, das geschehen zu lassen. Und da habe ich mit meinem kleinen Selbst nichts mehr zu wollen. Weil das überhaupt nicht existiert, weil das Illusion ist. Und da mal eine Weile hinzuschauen, was das mit mir macht. Was dann für Gedanken kommen, die einfach nicht wahr sind. Wer kann sich grämen oder leiden, wenn die Gegenwart befreit worden ist? Und ihre Sicherheit und ihren Frieden in eine stille Zukunft ausdehnt. Die erfüllt von Freude ist.
Sicherheit und Frieden. Das will ich geben. Das ist der Ruf des Vaters an mich, das zu geben und mich nur danach auszurichten. Und ich bemerke doch, dass ich nichts aufgeben muss, nichts opfern muss. Heute Handbuch für Lehrer. Die wirkliche Bedeutung von Opfer. Mein ganzes Konzept kommt ins Wanken. Und damit Frieden zu schließen. Mir selbst die Angst zu nehmen. Ich weiß, wie sehr man sein Leben um diese Wahnsinnsangst herumbaut, sie immer wieder versucht, sie zu umgehen. Und wie scheinbar schwierig es ist, da Ruhe hineinzubringen. Aber gemeinsam lernen wir das. Gemeinsam lernen wir, die Bedrohung verblassen zu lassen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du da bist. Weil ich verlernen muss, da mit mir alleine rumzuhampeln. Mir da immer irgendwelche Ausreden zu machen, zu finden. Ich brauche den Bruder, damit ich noch weiter öffne und mich noch mehr anvertraue. Damit da einfach noch mehr Vertrauen, noch mehr Liebe hinein kann in das, was ich dachte, was nicht okay ist oder mir Angst macht. Mehr Bedeutung hat es nicht. Und ich erinnere mich an Gottes Wort. Ich bin Liebe. Ich bin Freude. Mir ist all der Frieden gegeben. Und ich kann Gedanken der Angst oder irgendwelche Schatten vergehen lassen. Vater, wir haben uns in der Vergangenheit geirrt. Und wählen es, die Gegenwart zu nutzen, um frei zu sein. Ich habe mich mit meiner Angst, mit meinen Sorgen, Zweifeln nur geirrt. Und jetzt wandelt sich mein Geist und der Fokus wird ein anderer. Das Fundament ist Liebe. Gott, mein wahres Selbst.
Jetzt lassen wir die Zukunft in deinen Händen, Vater. Wir geben alles ab und haben keine Ahnung. Vertrauen darauf, dass Gott für mich sorgt. Gott will nur Gutes für mich. In Gott kann es keinen Angriff geben. Ich habe mich hier in den Irrtum entschieden, Angriff wahrzunehmen, da ein Gegenteil zu machen, diesen gespaltenen Geist eben, dieses duale Denken. Und das ist in Gott nicht möglich, und mir das klar zu machen, immer und immer wieder. Jetzt lassen wir die Zukunft in deinen Händen und lassen unsere vergangenen Fehler hinter uns. Ja. Wir brauchen das nicht mehr. Wir ruhen in Gottes Händen. Vertraue darauf. Wobei wir sicher sind, dass du, Vater, deine gegenwärtigen Versprechen halten und die Zukunft in ihrem heiligen Licht lenken wirst. Vertraue auf Gott. Vertraue dem Licht. Nur das. Und halte dich darin klar und rein. Still und ruhig. Das ist dein wahrer Geist. Klar und rein. Still und ruhig. Das ist mein Lernen und Verlernen. Und ich will alles tun für diese Reinhaltung, für diese Reinwaschen, für Gottes Wort, für die Liebe. Und für den Frieden. Das will ich doch erfahren. Also will ich es geben.
ich muss aufhören, mir irgendetwas von Opfern oder Verlust zu erzählen. Ich brauche die Erfahrung, dass das einfach nicht wahr ist. Aber ich muss das beenden, mir das immer noch zu erzählen. Dieses angstbasierte Denken. Opfern ist Angst. Lass es bleiben. Es stiftet nur Verwirrung. Gib dich hin. Vertraue. Ohne Erwartung. Absichtslos. Einfach so. Und du wirst bemerken, woran du so hängst, was dir noch so wichtig erscheint, was dir vielleicht gar nicht gut tut oder vielleicht anderen schadet. Dann lass es bleiben. Und du bemerkst, dass du keinen Verlust erleidest, sondern dass du frei wirst. Es ist immer wieder die Angst, die mich an irgendetwas binden will. Weil ich es sonst kaum ertrage, einfach nur mit mir zu sein. Einfach so zu sein. Und mir das zu vergeben. Dass nichts los ist, dass nichts schlimm ist, dass das nur Gedanken sind. Ein Wust von Gedanken. Und das fühlt sich halt scheinbar so viel an. Oder so schwer vielleicht. Aber das ist nicht die Wahrheit. Gott ist leicht und einfach. Hey, erinnere dich. Lass den Geisteswandel geschehen. Ich muss diese Suchtstrukturen aufgeben. Und das ist eine Entscheidung. Und wenn du dich nicht entschieden hast, dann akzeptiere das, dass du das noch nicht entschieden hast. Und verurteile dich nicht dafür, dass du da noch rumhängen musst. In dem alten Saft. Macht auch nichts. Gott liebt dich dennoch. In der wirklichen Welt ist nichts geschehen. Du leuchtest dennoch. Kann ich mich noch hinter dem größten, finstersten Eckstein verstecken? Ich leuchte dennoch. Und alle können es sehen. Die Strahlen sind sichtbar. Also will, ja, ich muss aufhören, wirklich da rumzuspielen. Dieses Kinderspielzeug. Du wirst gesehen. Du bist stark und mächtig. Dein Geist wird wahrgenommen. Macht gar keinen Sinn, sich zu verstecken. Ich belüge mich nur selber. Ja, danke. Danke, 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 lieber Bruder.
Es tut so gut, so eindeutig und klar zu sein. Einfach nur zu sehen, was ich da so mache. Und mit mir im Frieden zu sein, mir selber zu vergeben für das, wo ich noch nicht bereit bin, wirklich hinzuschauen. Das kommt schon. Gott ist immer mit mir. Ich bin sicher. Die Kapitulation ist schon im vollen Gange. Ich halte mich vielleicht noch am seidenen Faden fest. Macht nichts. Irgendwann lasse ich los. Dann werde ich mich noch wundern. Also danke, danke. Liebe. Gottes Segen. Danke, danke. Dir einen frohen Tag. Bis gleich.